Ich halte unglaublich viel von Trae Young. Er war meiner Prognose der 10 besten Spieler der Liga in 5 Jahren auf Platz 5, weil ich denke, dass Young unglaubliches Superstar-Potenzial hat. Es sind nicht einfach nur die 30 Punkte und 9 Assists pro Spiel mit 21 oder die langen Dreier von überall im Halbfeld. Es ist seine Fähigkeit, mit dem Ball in der Hand Würfe für sich und seine Teamkollegen zu kreieren auf einem elitären Level, wann immer er möchte, gegen wen er möchte. Es gibt nur ganz wenige Spieler in der NBA, die so gut darin sind, so elitäre Shot-Creator sind, dass sie das als erste Option für einen Contender machen können. Nun, die Hawks sind alles andere als ein Contender und Young hat noch kein einziges Playoff-Spiel in seinem Leben bestritten, aber das Potenzial ist unübersehbar. Trae hat gerade mal 2 Jahre in der NBA gespielt und er gehört jetzt schon zu den besten Scorern, Ballhändlern, Werfern und Playmakern. Was möchte man offensiv mehr von seinem Franchise-Spieler? Ich habe bewusst offensiv gesagt, wir alle kennen seine Defense und die wird natürlich auch hier nicht vergessen, darum wird es im zweiten Teil dieses Breakdowns gehen. Dieses Video wird euch präsentiert von Improve, meiner eigenen Modemarke. Die zweite Kollektion ist draußen mit vielen neuen Designs, Shirts, Hoodies und vielen anderen Produkten. Ich habe euch den Link mal in die Videobeschreibung gehauen, mit dem Code JustAKidFromGermany bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf. Also, was macht Trae Young denn eigentlich so besonders? Ähnlich wie auch Luka Doncic gehörte zu den besten Pick-and-Roll-Ballhändlern der Liga und hat dort ähnlich wie Luka keine Schwächen. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich mir keine Sorgen mache, dass Trae in den Playoffs weniger dominant sein wird. Starten wir mit seinem Dreier und 36,4% sind rein von der Quote her kein heftiger Wert. Was das Ganze aber so heftig macht, ist das Volumen von 12,5 Versuchen pro 100 Angriffe plus die Schwierigkeit und dass er sie sich alle selber kreieren kann. Spielt man eine Drop-Coverage gegen ihn, wird er werfen und dich damit bestrafen. Geht der Big nicht raus, ist Youngs Defender auf sich alleine gestellt, du hast keine Chance. Hier gegen einen der besten Guard-Defender im Game. Schaut auf das Setup, er dribbelt mit rechts, Smart geht automatisch etwas nach links. Young legt sich den Ball dann auf links, hat damit den Vorteil, wenn er über links angreifen will. Der rechte Fuß wird in den Boden gestampft, er startet explosiv, spinnt sich dann aber behind the back zurück auf rechts, indem er den rechten wieder in den Boden stampft. Smart hat nicht den Hauch einer Chance. Du denkst, du kannst soft switchen, weil Young auf Höhe des Logos steht? Da sollte im Scouting Report aber mittlerweile etwas anderes drinstehen. Relaxst du für eine Sekunde, gibst ihm auch nur ein kleines bisschen Platz oder Zeit, Young wird werfen und selbst bei 36,4% ist das hocheffiziente Offense. Der 22-Jährige hat sich einen brandgefährlichen Stepback-Dreier angeeignet, ich habe selten so einen schnellen und blitzartigen gesehen. Bevorzugt macht er das Between the Legs und er kommt so zu genügend Platz, dass der tiefe Release Point kein Problem darstellt. Man darf keine Fehler machen, so einfach ist das. Die Defense muss alles richtig machen, alle an einem Strang ziehen, sonst ist es vorbei. Aber er wirft nicht immer, sondern zieht auch gerne in Richtung Korb, die erste Waffe dabei ist sein Floater. Ein weiterer Grund, auf Drop Defense zu verzichten, weil Trae diese Floater mittlerweile automatisch verwandelt. Und obwohl er an den meisten Abenden der kleinste Spieler auf dem Parkett ist, versteht er es, seinen Körper geschickt einzusetzen und den Gegner abzuschirmen und den Ball zu beschützen. Am Korb überzeugt der gerade mal 1,85 Meter große Point Guards eher mit Cleverness als mit Physis, dieser Bereich ist wahrscheinlich momentan noch die größte Schwäche in seinem offensiven Game. Bei der Frequenz liegt er gerade mal in der 20er Percentile, bei der Quote in der 54er. Er kann es, keine Frage, aber es ist schon deutlich, dass er sich dort nicht besonders wohlfühlt. Wie wichtig das langfristig sein wird, ist die Frage, aber Spieler wie Dame und vor allem Curry sind hervorragende Finisher und trotz dem ganzen Shooting ist es ein wichtiger Bestandteil ihres Games. Übrigens war das heute nicht der letzte Vergleich zu den beiden. Als wären mühelose 30 Punkte pro Spiel noch nicht genug, Young hat mit fast 10 Assists pro Abend fast ein Double-Double im Durchschnitt aufgelegt. Er gehört jetzt schon zu den absolut besten Playmakern und Passern der Liga. Hier gegen die Sixers Drop Coverage und Glenn Robinson muss 2 Hawks mit einmal verteidigen. Young wartet und wartet, schirmt den Ball ab und spielt genau im richtigen Moment durch die Lücke der Defense.
Hier icen die Nuggets des Pick and Roll, versuchen den Raum eng zu machen. Young tunnelt Jokic mit diesem genialen Pass. Hier wird geswitcht und das führt zu einem Mismatch gegen den Point Guard und Payton ist sich nicht ganz sicher, ob er seinen Big da draußen alleine lassen will. Kein unlogisches Verhalten, aber gebt euch mal diesen Pass dann von Trey. Young sieht viele Hedges, oft auch Trap Defense und Double Teams und schaut mal, was er da macht. Er stoppt ab, geht zurück, zieht die beiden Defender an sich ran und spielt dann ab. Sieht so einfach aus, ist es aber nicht, aber es ist extrem wirkungsvoll und nicht selbstverständlich. Ein Spieler, der sich davon etwas abschauen könnte, ist Damian Lillard. Ihr werdet mich jetzt für verrückt erklären und klar, Dame ist offensiv unfassbar gut, aber das ist ein kleiner Bereich, ein minimal kleiner Bereich, in dem er sich noch verbessern könnte, um noch unaufhaltsamer zu werden. Schaut mal, die Mavs hatchen und Young geht zurück. A, er hat mehr Zeit, um seine nächste Aktion zu planen. Und B, der Abstand seiner Gegner zu seinen Mitspielern wird größer. Justin Jackson geht zurück, aber sein Matchup ist schon zum Korb abgerollt. Er hier will switchen und ich halte mal an. Die Hawks laufen ein weiteres Pick and Roll, nur diesmal ist kein zweiter Mavs-Spieler in Position. Oder hier gegen die Magic, das erste Pick and Roll wird gehatcht, Vooch muss aber wieder zurückgehen und ist für das zweite Pick and Roll überhaupt nicht in Position. Young kreiert sich also durch die erste Action einen Vorteil, der für die zweite Action wichtig wird, während viele andere Spieler direkt mit der ersten den Erfolg suchen. Basketball-IQ, Leute. Trae Young zieht eine extreme Aufmerksamkeit auf sich und kombiniert man das mit seiner Fähigkeit, Defenses zu manipulieren, kommt so etwas dabei raus. Er wird gedoppelt und spielt dann seinen Rollman mit den Augen frei. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch meinen Breakdown zu seinen Headfakes an. Hier mal ein Beispiel dazu, es ist einfach komplett mindblowing. Es gibt momentan vielleicht eine Handvoll Spieler in der NBA, die Scoring und Playmaking auf diesem Level so vereinen wie Trey und langfristig sehe ich da nur Doncic vor ihm. Diese Sequenz ist, denke ich, eine schöne Überleitung zu Youngs nächster Stärke und zwar seinen Handles. Schaut mal, wie er Aldridge hier kocht. Die vielen kleinen Schritte, die explosiven Richtungswechsel, dabei das tiefe Dribbeln fast auf dem Boden. Die Art und Weise, wie er viele der Moves und allgemein Skills mit gerade mal 22 schon perfektioniert hat, ist unglaublich. Er gehört jetzt schon zu den besten und gefährlichsten Ballhändlern der Liga. Auch deshalb ist sein zweiter großer Playtype im Halbfeld so effizient, und zwar die Isolations. Er macht das zwar bei weitem nicht so oft wie Ballscreen Actions, aber entscheidet er sich dazu, sollte besser Hilfe in der Nähe sein. Teambuilding ist eine schwere Sache und eine der wichtigsten Fragen dabei ist, wer übernimmt die Offensive, wer ist die erste Option, der primäre Ballhändler und Decision Maker. Es gibt nicht viele Spieler in der Liga, die das als erste Option eines Contenders machen können. Young hat das Potenzial dazu und das macht ihn so wertvoll. Er kann diese offensiven Lasten tragen, seine Usage Rate in der letzten Saison war die höchste für einen Spieler seines Alters oder jünger in NBA History. Er ist zwar keine Waffe abseits des Balles, aber das muss er auch nicht. Er muss kein Off-Ball-Movement wie Steph Curry haben, weil er, glaube ich, am Ball mehr können wird, vielleicht sogar jetzt schon kann. Der Grund, warum ich mein Team aber trotzdem lieber um den ein oder anderen herumbauen würde, ist Youngs Leistung am anderen Ende des Parketts. Das liegt zuallererst an seinen physischen Voraussetzungen. Young ist 1,85 Meter groß und bringt gerade mal etwas über 80 Kilo auf die Waage. Er kann nichts und niemanden vor sich halten, ist quasi in jedem Matchup physisch unterlegen, lässt sich rumpushen, also da lässt sich echt nichts schönreden, zumal er daran auch zukünftig wahrscheinlich nicht verändern kann. Young wird wahrscheinlich über seine ganze Karriere als Schwachstelle der Defense ausgemacht, gerade in den Playoffs immer und immer wieder attackiert, so wie zum Beispiel Curry. Das hat den weiteren positiven Nebeneffekt, dass er seine Kraft am defensiven Ende lässt und es somit schwerer für ihn wird, auch noch offensiv zu dominieren. Seine Ballscreen-Defense ist desaströs, im Normalfall reicht wirklich schon ein Screen und Young ist raus aus der Situation. Was ich nicht mag, ist dieser meine Arbeit ist getan, macht's gut Mentalität, die man immer wieder von ihm sieht, man könnte seinen mangelnden Einsatz ein bisschen auf seine großen offensiven Lasten schieben, aber das kann eigentlich nicht so weitergehen. Er gambelt auf Steals. Steht ständig falsch und ist nicht wirklich diszipliniert. Young
Young verliert ständig seine Matchups. Oder schaltet mittendrin einfach ab. Alles in allem ist er der vielleicht schlechteste Verteidiger der Liga und das macht mir echt Sorgen. Da muss er selber zumindest, was Einsatz, Aufmerksamkeit und IQ angeht, besser werden. Ich fürchte, die Hauptaufgabe liegt da aber eher beim Franchise. Das Front Office muss ihm langfristig bessere Defender zur Seite stellen und der Coach muss ihn irgendwie verstecken, am besten für 40 Minuten pro Playoff-Spiel. Wie man das macht, haben die Warriors in der Vergangenheit bei Curry gezeigt, aber A. Curry ist ein besserer Defender als Young. B. Golden State hatte unglaublich gute Verteidiger um ihn herum, seien es Green, Thompson, Iguodala oder Durant. Und C. Steve Kerr hat da taktisch beeindruckend gearbeitet. Das wird eine Mammutaufgabe für Atlanta. Aber wir dürfen nicht vergessen, Defense ist bei Guards nicht so wichtig wie auf anderen Positionen und Youngs Offense ist so brillant, dass man damit seiner Defense zumindest leben kann. An der Stelle noch ein Hinweis, wer mich finanziell ein bisschen supporten will, wer jedes Video schon 24 Stunden vor der Veröffentlichung sehen möchte, dazu 3 extra Breakdowns im Monat und ein kostenloses Improve-Shirt sofort nach der ersten Zahlung, kann sehr gerne Kanalmitglied werden. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.